Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für unser Wochenmagazin Rückspiegel. Und das sind wie jede Woche die Themen. Sie sehen diese Woche, wie ein Beitrag zum Rückspiegel entsteht, sind mit The Major Project bei Kubik und last but not least bei einer Ausstellung in der Verbandsgemeinde Rodalben. Hinter dem Rückspiegel steckt eine Menge Arbeit, die man auf den ersten Blick nicht immer erkennt. Vom Dreh bis zum fertigen Beitrag ist so manches zu beachten. Denn der Beitrag braucht neben den Bildern auch den richtigen Off-Text. Unsere Praktikantin Francesca Martinez hat sich ein paar Gedanken gemacht, wie so ein Beitrag denn zustande kommt, und das Ergebnis können Sie nun nachvollziehen. Um einen Bericht für den Rückspiegel zu erstellen, wird mehr Zeit und Arbeit benötigt als erwartet. Zuerst wird genau überlegt, was gesendet werden soll. Dann folgen die entsprechenden Recherchen und es wird eine Liste aller Szenen erstellt, die man für das Video braucht. Bei den Recherchen ist es wichtig, nicht nur im Internet oder der Zeitung nachzuschauen. Wenn nötig, sollte man Menschen aufsuchen, die sich in den bestimmten Themen gut auskennen und einem Informationen geben können. Wenn Dreh und Schnitt fertig sind, wird anhand der gesammelten Information ein sogenannter Off-Text geschrieben. Die Kinder haben sich auf dem Sportplatz in Trulben ausgetobt und das Highlight war ein Tagesausflug nach Schwarzwald, der dann im Tonstudio eingesprochen wird. Alles in allem war es für alle Kinder eine tolle Erfahrung und ein voller Erfolg. Deshalb kann man sich sicher sein, dass im nächsten Jahr wieder Ferien in der Heimat stattfinden werden. Da. Dort kann man die Aufnahmen direkt zuschneiden. Danach werden Bild und Ton im Schnittprogramm angepasst. Wenn man damit komplett fertig ist, wird der Beitrag ins Magazin eingefügt und ausgestrahlt. Kommen wir zu unserem deutsch-französischen Projekt Kubik. Krach, Melancholie, Druck, Atmosphäre. Hauptsache anders. So beschreiben sich The Major Project. Jan Sprengert, Marvin Krüger, Sebastian Kohler und Andreas Jacobs sind diese ungewöhnliche Formation namens The Major Project. Wir haben dieses Mal die Vier-Mann-Band, die Alternative Psychedelic Rock spielt, bei der deutsch-französischen Musiksendung Kubik begleitet. Sehen wir mal, wie es den Jungs gefallen hat. Ich mag am liebsten den psychedelischen Part. Ja. Der Cola eher so den Noise Rock. Nee, ja. Doch, ja, Noise Rock. Mhm. Und der Andy Lady Gaga. Wie setzt sich euer Stil zusammen? Donc, comment est-ce que vous avez créé un tel style de musique? Enfin, c'est venu comment? Ist das okay, wenn man Männer spielt, Jan? Och, wenn ein gutes Ergebnis rauskommt, ist das in Ordnung. Und sie macht's auch gut. Take my words for granted, so I can breathe.
etwas, die mir die Haare so machen vielleicht, ich weiß nicht. Nee, richtig, ich weiß nicht. So eine Mischung, also ich freue mich, das zu hören. Wir waren doch überrascht, wie professionell es war. Also ja. Doch, war richtig gut. Und die Umgebung war sehr geil. Ja, die Umgebung hat uns umgehauen. Wir hatten so eine kleine Demo, wo wir immer verschenken an Gigs. Und wenn dann das Album kommt, es gibt ein paar Saarbrücker Läden, die das auf jeden Fall in die Regale stellen würden. Und ansonsten, die meisten Leute stellen sie übers Internet oder kaufen es auf dem Kick. Facebook. Darf man das sagen? Dankeschön. Seit dem 28. September ist in der Verbandsgemeinde Verwaltung Rodalben eine Ausstellung mit Stücken des Künstlers und Kunsterziehers Michael Gehring zu sehen. Die Ausstellung soll einen Abriss seines künstlerischen Schaffens bieten. So bestehen die gezeigten Ausstellungsstücke auch aus den verschiedensten Materialien, von Bronze bis Terrakotta. Man feierte einen runden Geburtstag, denn Michael Gehring stellte nicht einfach nur so aus. Er war es, der damit seinen 70. Geburtstag feierte. Natürlich begrüßt vom Gastgeber Werner Becker und dem Leiter der Kreisvolkshochschule Hans Heinen. Die Ausstellung Plastiken und Skulpturen ist geprägt von religiösen Motiven. Sie bestimmen aber nicht diese Ausstellung, denn Michael Gehring wollte einen Abriss all seiner Arbeiten, die er während der vielen Jahre als Künstler geschaffen hatte, zeigen. Vor allem Kupfer hat es ihm als Arbeitsmaterial angetan. Eigentlich Kupfer und Ton. Modellieren, nicht wahr? Oder dann in Kupfer treiben. Das sind so also die Haupttätigkeiten. Ja, Holz, das ist ja auch nicht bin ich auch nicht abgeneigt. Aber das Kupfer hat also einen inneren Glanz, ja? Die Wärme des Materials, die man da natürlich durch das Treiben und so weiter, ist das also ein unheimlich dehnbares und ein gestaltbares Objekt. Was Gehring aus diesem gestaltbaren Objekt macht, ist schon außergewöhnlich. Man sieht Bronzegüsse, getriebenes Kupfer, aber auch Arbeiten mit Holz. Michael Gehring zeigt sich so als vielseitiger Künstler, der seine Inspiration von den verschiedensten Quellen nimmt. Von aktuellen Problemen, von eigenen Erfahrungen und wie gesagt, vom Leben. Ne? Thank you.
Die Ausstellung ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder vom Rückspiegel für heute. Genießen Sie das Wochenende und Sie wissen ja, dass unser Programm auch per Livestream auf unserer Internetseite unter www.südwestpfalz-tv.de zu erreichen ist. Somit ist Ihr OKTV Südwestpfalz jetzt nur noch einen Klick entfernt. Damit sage ich Tschüss und bis bald.